I will aid you. Gut, der Weiße ist verletzt. Jetzt heben wir noch einen Herzschuss hinterher. Barrick. Mach mal das hier. Du heilst mal sie. Ist die ist der jetzt tot oder ist er unsichtbar? Haben wir Fähigkeiten? Ja, haben wir. This is useless. You should try something else. Damn thing couldn't. Deine Taunt-Fähigkeit hat nachgelassen. This weapon is entirely worthless. Oh, du bist ziemlich angeschlagen. I got it. Ich bin froh, wenn ich diesmal alle durch den Kampf kriege. Right. Ja, gut. Du hast Zorn bei der Windrienwache hinzugehören. Ja. Nicht sicher nicht unbedingt vermeiden. Right. Oh, da ist noch ein Bogenschütze. Au. I'll tear your skeleton out by your ass. Da war ein Bogenschütze. Sibyl kann kaum noch kriechen und nach mehreren Versuchen rutscht sie in ihrem eigenen Blut aus. Sie hebt den Kopf zu dir. Sie spricht mehrere lautlose Worte, bevor sie ihre Seite haltend auf die Knie sinkt. Even a fury needs her sleep. Gut gemacht, Schicksalsbinder. Sollte die hier ihre Wunden überleben, werden wir ein frisches Geschenk für den Archonde Geheimnisse haben. Er verlangt ja eine persönliche Audienz mit jedem Anführer, der uns lebendig in die Hände fällt. Das könnte ein bisschen heikel werden. Diese Südländer sind ein kränklicher Haufen. Antonio macht eine herablassende Handbewegung. Ihr beim Leiden zuzusehen macht mich krank. Ich werde das beenden und sie töten. Lass die hier gehen, ihr den Rest geben. Sie hat gut genug gekämpft. Ich sage, wir geben sie dem Schallerhornchor. Mal sehen, ob sie den Weg zum Lager zurück überlebt. Lass die hier gehen. Gunst bei beiden eingekürzt. Was in Kyros Namen denkst du dir dabei? Willst du, dass sie eine Warnung überbringt, eine Art Botschaft? Antonio schüttelt den Kopf und schnalzt mit seiner Zunge. Ohne Hilfe wird sie nirgendwohin gelangen. Was du vorschlägst, ist ein bisschen verdorben. Lass sie uns gleich hier von ihrem Elend befreien. Gut, geben wir den Rest. Mach schon, die Worte zischen durch die blutigen Lippen. Mit kräftigem Schwung lässt du deine Waffe auf ihren Schädel niedergehen und verteilst ihr Gehirn auf das ganze Dach. Gut, gleich mal Gunst eingebüßt und wieder hinzugewonnen. Anscheinend gab es im Dorf Echo-Ruf doch weitaus mehr Feinde, als sie angenommen hatten. Sie hatten hier sogar eine ganze Ladung Eisenwaffen gelagert. Diese unschuldigen Dörfler haben ihnen bestimmt geholfen, Waffen von Schlachtfeldern zu holen oder vielleicht sogar aus unseren Lagern zu stehlen. Im Chor gibt es derart wenige Eisenwaffen. Anscheinend müssen die Gespäten ihren Nachschub ein bisschen besser im Auge behalten. Und was geschieht mit diesem Dorf? Es ist riskant, das Dorf zu beschlagnahmen, weil die Einheimischen die Häuser vielleicht mit Fallen versehen haben. Er zuckt mit den Schultern und schlägt einen sachlichen Ton an. Wir sollten das Dorf niederbrennen. Das wird ihnen ihren Nachschub abschneiden, ihnen eine Botschaft senden und das Rauchensignal wird den anderen bei der Überquerung des Matanai einen vom Weiten sichtbaren Sammelpunkt zeigen. Haben wir gerade all das Blut und die ganze Zeit für die Eroberung dieses Dorfes vergeudet, nur um es jetzt abzufackeln? Ich bewundere diese mythische Macht des Feuers zwar auf eine Weise, die du niemals verstehen könntest, aber selbst ich finde, dass es für Brandstiftung den richtigen Zeitpunkt und den richtigen Ort gibt. Schicksalsbinder, bitte sagt Antonio netterweise, dass er die Hälfte des Dorfes niederbrennen darf. Der Scharlachrote Chor würde gerne die Hälfte unserer Beute behalten, nicht räuchern. Sollen immer noch Dörfler hier sein, dann lasst sie laufen und macht das Dorf hinterher dem Erdboden gleich.
Die Siedlung sollte erhalten bleiben und alle verbliebenen Bewohner zu Sklaven oder Rekruten gemacht werden. Nein, ich mag den Kurt zu wenig. Gib das Dorf auf. Uns bei geschmiedet Zorn bei der Vendrienwache. Ich brauche zwei von euch, um das Gebiet nach unseren eigenen Verwundeten abzusuchen. Antonio gestikuliert seinen Soldaten. Um nochmal zwei um Feuerholz zu sammeln, nachdem wir die unseren vom Schlachtfeld geholt haben. Gute Jagd, Schicksalsbinder. Graven Ash beschützt. Nun, wenn wir das Feuer lösen wollen. Wahrscheinlich löschen. Der Kantor stößt einen langen Seufzer aus, während er langsam das Sigil eines längst verstorbenen Archonten des Feuers mit seinem Zeigefinger nachzeichnet. Dann könntest du das wenigstens einem Experten überlassen. Lass deine Krieger die Verwundeten zusammentreiben. Wenn du dieses Dorf niederbrennen willst, dann sei es so, aber wir werden sämtliche Beweise dafür vernichten, dass wir jemals hier gewesen sind. Der Kantor grinst boshaft. Schicksalsbinder, im Namen der Legion der Geschmähten und unserer Verbündeten vom Chor danke ich dir für deinen Mut und deine Weisheit. Der Eisenmarschall hat Kunde gesandt, dass die Archonten sich im Lager der Geschmähten treffen. Deine Anwesenheit wird erbeten. Du sollst ins Lager ein. Wir übernehmen hier. Gut. Er ist nicht verwundet, oder? Doch, er hat eine Wunde. Sie hat immer noch zwei Wunden. Sind das hier die Eisenwaffen? Eisernes Großschwert. Hallo, Kumpel. Kaisersiche Eisenfaxalter. Du siehst auch ganz schick aus. Einhand und siehst böse aus. Kommst auch mal mit. Die Eisenlieferung muss sich irgendwo im Dorf befinden. So das Gebiet danach ab. Ja. Jetzt aber erstmal Level up. Für mich. Wurfwaffen. List. Du steigerst so gut wie alles hier unten. Auch meine Zauber. Deswegen gehe ich mal ein bisschen auf Verstand. Wobei das hier steigert meine Wurfwaffen. Nee, nehme ich mal einen Punkt im Verstand. Und dann hier einen Punkt. Ha. Feind in Kampfbindung nehmen. Führung. Schaden erhöhen. Schädlicher Effekt. Verteidigungsbonus. Großwaffen brauche ich nicht. Verteidigung. Feinde in der Nähe verspotten. Nö. Geschicklichkeit. Beweg dich im Kampf schneller. Wäre nicht schlecht. Doppelangriff. Ich glaube, Geschicklichkeit lasse ich auch erstmal außen vor. Ein Bonus auf dem Wissensskill. Das nehme ich gern mal. Jetzt habe ich nämlich ordentlich Wissen. Oh, jetzt habe ich wirklich Wissen. So, was haben Bitterwitz und Antonio noch zu sagen? Schicksalsbinde, du lässt aber vortrefflich zur Ader, beeindruckend. Der Fluss ist unser, schon bald wird die Himmelsfahrtshalle folgen. So, die Siedler habe ich eigentlich gehen lassen. Wir sollten Matanis Leiche in den Fluss werfen, ein passendes Ende. Schicksalsbinde, womöglich hast du für den Rest von uns ein paar Fendrien-Schweine aufgehoben. Oh, ach ja, das Schwert, was ich ihm ins Inventar gelegt habe. Also erstmal ihre Waffen. Geringere Genauigkeit plus Genauigkeit und plus Parieren. Ah ja. Sind gute Waffen. Das heißt, das da kann eigentlich mal weg. Eisernes Großschwert macht mehr Schaden.
Hat aber oh, und ist zweihändig. Das ist dann nicht so gut. On it. So, KI kann jetzt ruhig mal wieder angemacht werden. Zur Kreuzung, zum Dorf. Scharlachroter Wüter. Hörst du dieses Geheul? Ich liebe diesen Teil. Gnade für unser bescheidenes Dorf. Alter Mann. Ich habe dir schon mal gesagt, dass ich mein Zuhause nicht aufgeben werde. Zur Bekräftigung schlägt der alte Mann seine Fäuste zusammen und starrt dich mit erschrocken gerunzelter Stirn an. Oh, du gehörst ja gar nicht zu diesen violetten Schwachköpfen. Tut mir leid, ich wollte dich schreien. Ich sehe nicht mehr so gut wie früher. Moa heiße ich. Bin schon hier, seit der alte König Orkon das Tal für sich beansprucht hat. Du kennst Kyros, richtig? Also fragst du seinen Finger in deine Richtung. Und Kyros bringt den Frieden, richtig? Na, da ergebe ich mich halt. Und jetzt verschwinde und lass mir meine Ruhe. Das hier ist ein Schlachtfeld. Nach Sturms Befehl müssen es alle Zivilisten unter Androhung der Todesstrafe verlassen. Ich schlage vor, dass du dich den Forderungen fügst. Beruhig dich, Sohn. Ich habe hier ganz alleine schon einiges erlebt. Hitzewellen habe ich überstanden, Atemfieber und Überschwemmungen auch. Kinderlärm stört mich nicht. Ich hoffe nur, dass keins von euch Kindern im Fluss ertrinkt. Denn das würde eure Eltern traurig machen. Wie du willst. Viel Spaß beim Verfaulen. Gerne. Schloss zerstören, Schloss knacken. Schlagen wir mal das Schloss einfach ein. I'll stay downwind of our enemies. Gut, falls wir fallen sind, eine Liste von alten zerknitterten Papier, während verschiedene einfache Handwerks- und Reparaturgegenstände ausgestrichen wurden, sind die meisten Nahrungsmittel noch verblieben. Eisengebundene Eisenbahn. Na also. Der alte Mann stürzt durch die Tür hinter dir herein. Mutloser Kriegstreiber. Er versucht dich mit der spitzen Ende seines Gehstocks zu verscheuchen. Raus mit dir. In diesen Fässern habe ich der Eisengebundene gefunden. Du hast einiges zu erklären, alter Mann. Der alte Mann richtet seinen Gehstock auf dein Gesicht. Immer müssen die Jungen auf den Alten herumhacken. Ich hatte bei der Sache doch gar keine Wahl. Vor zwei Wochen sind ein paar merkwürdige Männer hier aufgetaucht. Sie würden die Vendrienwache unterstützen, haben sie behauptet, aber ich hatte sie noch nie zuvor gesehen. Wütend stampfte er mit seinem Fuß auf. Ich hatte keine andere Wahl. Hätte ich nicht mitgemacht, wäre ich von diesen sogenannten Freiheitskämpfern umgebracht worden. Dörfler, die dich zwingen, der Vendrienwache zu helfen, das klingt verdächtig. Dann hat sich Matanai das Eisen geschnappt. Die Lüge eines verbitterten alten Mannes. Fragen wir mal, ob sich Matanai das Eisen geschnappt hat. Nicht ganz. Sie ist wie du quasi darüber gestolpert, als sie dabei half, das Dorf gegen einen Angriff wie diesen zu befestigen. Sie war genauso überrascht, hat das Eisen aber gerne mitgenommen. Dörfler, die dich zwingen, ja, der Vendrienwache zu helfen. Hast du irgendwas von dem gehört, was ich gesagt habe, oder hängen deine Ohren da nur zur Dekoration? Er verzerrt sein Gesicht vor Wut, während dich sein Spielchen trifft. Genau das habe ich doch gesagt. Ich will nichts mit diesem närrischen Krieg zu tun haben. Es scheint, als hätte ich dich deine sture Ignoranz gerettet. Ich nehme das Eisen, du darfst bleiben. Der alte Mann schnappt sich deine Hände und schüttelt sie mit aller kümmerlicher Kraft, die er noch übrig hat. Danke, Schicksalsbinder. So, dann will ich aber auch hier reingucken. Kleines Sigil der Stärke. Kenne ich bereits, kann ich also verkaufen. Und dann fehlen nur noch die Level-Ups für meine beiden Frontkämpfer. Die sind aber auch kurz davor. Ich denke mal, wenn ich die beiden Nebenquests abgeschlossen habe, dürften die auch ihre Level-Ups gekriegt haben. Und ich sollte vielleicht in der nächsten Folge dann nochmal eine Quatschfolge ein
leiten oder wenigstens 10 Minuten mich mal mit einem von ihnen unterhalten. Wahrscheinlich am besten mit Beric, weil mir der am sympathischsten ist. Wobei Lantry eigentlich auch gar nicht so ohne ist, sag ich mal. So, das heißt, wir können jetzt das Dorf hier durch den Punkt verlassen. Ja, das ist alles Echo-Rufkreuzung. Okay. Das heißt, zurück ins Geschmiedenlager.